Wer Tickets für dieses Spiel hatte, der hat alles richtig gemacht. Aufstiegsträume gegen den puren Willen im Tabellenkeller. Ein Emotionsfeuerwerk in alle Richtungen. Der BFC Dynamo in den weißen Trikots zum Siegen. Verdammt, wenn das Kapitel dritte Liga noch ein Thema werden soll. 23. Minute, Chris Rea, der Rekordspieler der Regionalliga Nordost mit dem 1:0. Rostocks Postit rettet erst noch, aber vor die Füße von Rea, der mit seinem zweiten Saisontor. Hansa mit 7 Punkten aus den letzten 3 Partien. Sie spielen zum Saisonende groß auf. Bethke kann auch parieren. Aber Albrecht ist da, 1:1. Der Ausgleich, der dem BFC so wehtut. Hier Rums ins Gesicht von Bethke, der so perfekt auflegt für Julian Albrecht. Zweite Hälfte. Hansa schwächte sich selbst, weil Wollschläger hier das Bein ausfährt. Der Versuch einer Tätlichkeit. Rot von Schiedsrichter Lukawski. Komplett richtig. Dem BFC fiel aber in Überzahl fast nichts ein. Bis zur 83. Minute Luis Malina mit dem Tor, das die Tür zum Aufstieg wieder ein großes Stück aufstößt. Mit dem Hinterkopf, blind mit dem Rücken zum Tor aus knapp 15 Metern. Der geht eigentlich nicht und ist trotzdem drin. Aber Hansa unbeeindruckt. Mit Risiko spielen sie es hinten raus und in Chor. Vorbei an allen. Der Innenverteidiger mit Riesenschritten, aber mit dem Fehlpass. Meier kann es nicht klären für den BFC. Es geht wieder in die andere Richtung. Da ist Postet und in der Mitte wieder in Chor. 2:2, 89. Minute. Amateurhaft verteidigt vom BFC Dynamo. Keiner zieht zuvor mal ein taktisches Foul und keiner ist bei Salomon in Chor. Dirk Kunert gegen Erfurt kassierten sie letzte Woche in der 90. das 2:2. Jetzt schon wieder der späte Ausgleich. Die letzte Minute der Nachspielzeit. Der Freistoß abgepfiffen wegen Abseits. Kein Last-Minute-Sieg für den BFC. Nur ein Punkt, oder? Es waren ja noch ein paar Sekunden. Hansa mit dem langen Ball und der BFC komplett offen. Und Bethke, der war ja mit vorn, also das Tor leer und der Ball drin. 3:2 für den FC. Hansa Rostock 2, Ekstase im Ostseestadion. Der BFC wollte die Kogge versenken und Druck auf Energie Cottbus machen. Stattdessen versenkt Hansa alle Aufstiegspläne des BFC Dynamo in der Ostsee.